Wolf Senior, der Amokfahrer hat wieder zugeschlagen. Dieses Mal hat er sein Opfer in den Gegenverkehr abgedrängt. Ein schwerer Unfall. Die Fahrer schweben in Lebensgefahr. Seht euch an der Unfallstelle um. Vielleicht findet ihr Hinweise oder Zeugen. Alles klar, Susanne, wir sind schon unterwegs. Zeugen beschreiben einen gelben Sportwagen. Keiner konnte das Kennzeichen nennen. Rosanne hat uns noch eine Liste von Namen geschickt. Alles Meldungen aus der Bevölkerung, die von einem Sportwagenfahrer irgendwie genötigt wurden. Dann werden wir uns die alle noch einmal anhören.
Was ist das für ein Verrückter? Mindestens 10 Unfälle gehen schon auf sein Konto und inzwischen schlägt er täglich zu. Keine Ahnung, was diesen Kerl antreibt, aber egal was es ist, wir müssen seine Serie beenden. Die gestern verunglückte Fahrerin hat es leider nicht geschafft. Woher weißt du das? Steht hier, in der Lokalen, gleich auf der ersten Seite. Der Unfall war gestern Abend und landet gleich heute auf der Titelseite? Sensationsgierige Presse. Chris, seh mir. Ein Zeuge des Unfalls hat sich gerade gemeldet. Er hätte vor wenigen Minuten den gelben Sportwagen gesehen, wie er ins Parkhaus am Flughafen gefahren ist. Danke, Susanne. Dann sehen wir mal, ob wir den Kerl erwischen. Lass mich aussteigen. Ich warte hier unten und ruf dich, falls er rauskommt. Alles klar. Dann sehe ich mich mal um. Der gelbe Sportwagen kommt gerade zur Ausfahrt. Verdammt, bin gerade ganz oben. Wenn ich unten bin, habe ich sicher einen Drehwurm. Der Sportwagen ist weg. Er ist auf den Stadtring abgebogen. Dann kriegen wir ihn nicht mehr. Vielleicht doch. Es gibt da eine Abkürzung. Wir müssen wieder rauf. Thank you.
Der ist uns entwischt. Dann werden wir wohl den Computer bemühen müssen, auf wen der Sportwagen zugelassen ist. Seh mir, Chris, Hilfe! Susanne, was ist los? Ich habe Akten vom Gericht geholt und bin auf dem Rückweg. Plötzlich ist ein Sportwagen aufgetaucht. Er versucht, mich von der Straße zu drängen. Halt an! Er hat mich schon gerammt und meine Bremsen funktionieren nicht mehr richtig. Was soll ich machen? Halt durch, wir kommen. Leid, Chefin. Der Sportwagen hat wohl leider einige Pferdchen mehr unter der Haube. Nehmt den schnelleren Dienstwagen, dass er euch das nächste Mal nicht entwischt. Wenigstens haben wir das Kennzeichen. Susanne hat es schon gecheckt. Der Wagen ist nicht gestohlen gemeldet und der Fahrzeughalter ist seit 3 Tagen auf einer Dienstreise im Ausland. Also der Halter hatte keine Ahnung und deshalb ist der Diebstahl nicht gemeldet. Wieso steht dann in der Zeitung, dass die Polizei nach einem gestohlenen Sportwagen fahndet? Vielleicht fragen wir mal den Reporter, der das geschrieben hat. Denkst du wirklich, dass uns das weiterbringt? Besser als den nächsten Unfall abzuwarten. Ich habe so ein Gefühl, dass jede Minute zählt. Kripo-Autobahn. Wir sind mit dem Reporter verabredet, der aktuell über die Unfallserie berichtet. Es tut mir leid, der hat gerade das Haus verlassen. Ich habe eben noch mit ihm telefoniert. Er wusste, dass wir kommen. Tut mir wirklich leid, meine Herren. Vielleicht holen Sie ihn ja noch ein. Nur schien es so, dass er es sehr eilig hatte. Seh mir, sollen wir ihm nur folgen? Ja, mal sehen, warum er die Verabredung mit uns platzen lässt. Thank you.
Venir, denkst du, was ich denke? Und ich denke, der macht sich aus dem Staub. Nur diesmal wird er nicht davon kommen. Na, dann gib mal endlich Gas, sonst ist das wieder nur ein leeres Versprechen. Tja, meine Herren, mit der Aufklärung des Falls werden Sie sich morgen selbst auf der Titelseite der Lokalen wiederfinden. Unfassbar, dass ein Zeitungsreporter absichtlich schwere Unfälle verursacht, um einen Aufmacher zu haben. Weil er bei der Unfallserie immer der Erste am Unfallort war, sind seine Berichte am Ende auf der Titelseite gelandet. Schulterklopfen vom Chef, die Aussichten auf einen besseren Posten und mehr Gehalt haben jeden Skrupel zur Seite geschoben. Und das erste Mal war keine Absicht? Nein, angeblich nicht. Er habe nur einen Rentner überholt, der völlig erschrocken durch das Überholmanöver von der Straße abgekommen ist. Weil er aber nicht als Unfallverursacher erwischt wurde, hat ihn das wohl auf die Idee gebracht, die Unfälle mit Absicht zu verursachen.